Hallihallo, liebe Leute, da sind wir wieder zu Rocket League. Im Ranked-Modus, offensichtlich. Weil wir haben kein Item, was uns da unten angezeigt wird. Und wir sind alleine unterwegs. Das liegt momentan halt auch an der Zeit, an der ich aufnehme. Auch stark, also... Bei mir hat ja jetzt wieder die Uni begonnen und... was vor allem, abgesehen von der Krankheit, jetzt noch... heute dazu kommt, ist das Tor! Boom! Beziehungsweise die letzten Tage, abgesehen von der Krankheit, ist auch, dass ich einen Halloween-Special in Minecraft geplant habe. Und ich kann jetzt eigentlich auch offen darüber reden. Das habe ich vorher vermieden. Ich habe zwar schon mal... Wow! Nice! Auf Twitter so ein bisschen erwähnt... Wer das wieder mir folgt auf Twitter, hat das eventuell schon mitbekommen. Dass ich da sowas angedacht habe. Allerdings kann das bei mir halt auch passieren. Der wird gefährlich. Mist. Ich dachte, der wird ein bisschen gefährlicher. Also im Sinne von selber aufs Tor fliegen. Ich hätte nicht gedacht, dass der so früh schon gegen den, also gegen die Wand da vorne kommt. Habe ich mich verschätzt. Aber ich tue mich da immer ein bisschen schwer, weil es halt sein kann, dass ich das Projekt dann nicht mache. Und deswegen will ich da dann vorher nichts versprechen oder so. Ja, Leute, da kommt ein Projekt. Seid darauf vorbereitet, seid gehypt, gehypt, gehypt. Und dann kommt es nicht. Das finde ich ultra scheiße. Okay, warum habe ich jetzt ein DC? Ah, jetzt bin ich wieder da. Wollte gerade sagen. Also, die Zeit mit dem Daily DC ist schon lange vorbei. Ich hatte das nämlich schon mal. Also ich habe da nichts angekündigt. Gut, da sind die Leute jetzt AFK. Aber gut, gegen den Shadow 600 und mich kann man einfach nichts machen. Ich hatte das schon mal. Und zwar letztes Jahr wollte ich ein Weihnachtsspecial machen. Verrate ich mal noch nicht, was es ist. Vielleicht mache ich es dieses Jahr. Oh, da sind wir noch 2-1. Aber gut, der wird dann sicher jetzt auch lieben. So, Runde 2. Direkt wieder zum Thema anknüpfen, ist jetzt ein bisschen her sogar schon, weil wir länger ein Team suchen mussten. Aber ich glaube, ich war gerade beim Winter Special und wieder das nächste Tor, Alter. Ich sollte vielleicht immer über Minecraft reden, dann flutscht es aber auch. Vielleicht mache ich es dieses Jahr, aber da... Nein, okay, jetzt habe ich schon wieder was gesagt, jetzt erwarten das alle. Hängt auch sicherlich mit zusammen, wie gut das Halloween Special ankommt und... wie sehr ich dann Lust habe. Die Map habe ich noch, die mühselig gebaut wurde. Und das war noch das Schlimmste. Nicht nur von mir alleine, sondern da haben Leute geholfen. Oh, der Save war ärgerlich. Den hätte sein Mate super gut saven können, wenn er den nicht genommen hätte. Also man kann ihm nicht den Vorwurf machen, dass er den Ball da nimmt, weil sein Mate war nicht da. Na, vielleicht wäre der Mate gar nicht dran gekommen. Aber war trotzdem ärgerlich. Aber da haben wir... Freunde geholfen und dann habe ich da nichts gemacht. Das hat mir schon ein bisschen leid getan, weil ich das nicht mag, wenn Leute was für mich tun und ich das dann nicht irgendwie nutze. Und ja, jetzt habe ich auch wieder Hilfe bekommen, ein bisschen, teilweise ein bisschen mehr. Und jetzt steht sogar fast alles mittlerweile. Es fehlen nur noch die letzten 10 von den Dialogen her und das ist halt was, was ich gar nicht kann. Ich habe halt immer nur so Grundideen und ja, die Umsetzung etc. etc. ist dann eine andere Geschichte. Fuck. Aber es sah gut aus gerade. Aber jetzt habe ich dann auch Dialoge. Ich hatte die Szene auch schon, so wie die gespielt werden sollen und so, die hatte ich im Kopf. Aber ich hatte einfach keine passenden Dialoge und die habe ich jetzt heute mithilfe innerhalb ein paar Stunden jetzt am Abend zusammengearbeitet, kann man das so sagen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und mein Gott, also das Video, ich weiß nicht, wie lange das geht. Also ich dachte eigentlich so eher nur 5 Minuten. Deswegen, es ist nicht viel. Vielleicht, selbst wenn es 6, 7...
8 Minuten werden sollten. Die Dialoge sind halt trotzdem nicht viel und trotzdem so ewig dran gesessen. Und wir sind noch nicht ganz fertig, beziehungsweise ich. Ich krieg halt nur... Mir hilft das. Wow, der Schuss war gut. Es war auch schlecht von mir, aber der war auf jeden Fall gut gemacht. Aber es hilft mir, wenn ich jemanden habe, mit dem ich das durchgehen kann und das dann so bereden kann und der mir vor allem dann aber auch, wenn ich so, ja, ich sag mal, die Worte zu finden. Ihr merkt ja schon oft, ich kenne Formulierungen nicht so richtig oder so eine Scheiße. Oder manchmal finde ich, dass sich Sachen blöd anhören, aber ich finde nicht das passende Synonym, sag ich mal, dafür. Und da hilft mir das schon extrem, wenn sich da jemand die Zeit nimmt. Und ja, jetzt... Aber selbst wenn wir fertig wären, fehlen halt noch die Aufnahmen. Die werden dann die nächsten Tage dran sein. Zack. Alter, also Effizienz ist momentan schon vorhanden. Es war jetzt nicht das Schönste von den Gegnern defensiv, aber trotzdem sind wir effizient. Also auch schon ein Spiel davor. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Also die Aufnahmen fehlen halt noch. Die mache ich dann in den nächsten 2-3 Tagen. Und dann muss ich das Ganze noch schneiden. Das wird auch eine Herausforderung, weil ich ein bisschen mit dem Replay-Mod spielen werde. Und ich hoffe, dass ich das... Naja, das war ein guter Pass. Aber damit habe ich echt nicht gerechnet, dass er so da durchkommt. Ich hoffe, dass ich da so mit klarkommen werde, wie ich mir das in meinem geistigen Auge vorstelle. Also ich kenne natürlich schon... So, ich sag mal, ein bisschen kamerafahrtmäßig was. Man hat das ja schon in anderen Videos gesehen. Und ich habe den natürlich auch schon mal ausprobiert. So. Und man kriegt ja dann, selbst wenn man jetzt noch nichts Krasses gemacht hat, beziehungsweise nur so ein bisschen mit den Funktionen rumgespielt hat, ein Bild von den Sachen, die das Teil kann. Wow. Der war unhaltbar, so wie er gefahren ist. Also, oh, da lief er. Die sind auch noch pre-made. Okay. Man sieht ihn jetzt. Das finde ich auch lustig, dass wenn die Leute liefen, dass man die im Replay nicht mehr sieht. Ich weiß nicht, was das über... Wow. Aber der ist nicht drin. Aber ich habe echt nicht mit so einem Abpraller gerechnet. Ich dachte, der fliegt mir mehr entgegen. Warum spielt er den jetzt so, wenn der Gegner allein ist? Naja, egal. Also man kriegt ja so eine gewisse Vorstellung über das, was der Replay-Mod kann oder nicht kann. Und, ja, wir machen den jetzt mal nicht, weil wir wollen jetzt nicht noch Zeit verschwenden, unnötig, weil jedes Tor kostet ja Zeit und ich meine, er ist alleine. Von daher ist das, wäre das blöd, wenn wir Tore schießen. Und wir wollen natürlich auch keins fressen. Das kostet uns auch Zeit. Zack. Aber ja, deswegen, also das ist jetzt so weit in Mache, mal wieder zum Satz, einen der ersten Sätze anzuschließen. Das ist jetzt so weit schon vorangeschritten. Ich habe auch die ganzen Leute schon gefragt. Damit habe ich fast bis zum Schluss gewartet, was auch an sich für so ein Projekt natürlich relativ doof ist. Also Geschauspieler wird alles von mir alleine, inklusive ein, zwei Leuten, 3, 4, die da helfen, aber nicht von den Leuten, die da reinsprechen. Aber nichtsdestotrotz habe ich da ewig gewartet, halt, weil ich auch erstens die Dialoge brauche. Ich kann nicht fragen, könnt ihr das und das aufnehmen, wenn ich die Dialoge nicht habe. Und weil ich die nicht fragen wollte und dann schreibe ich eine Woche später oder zwei, komm, vergiss es. Sowas finde ich nämlich voll scheiße. Deswegen ich das erstmal nur mit Freunden, engen Freunden, die nichts mit YouTube zu tun haben, im Sinne von Produzieren geteilt. Und das ist jetzt soweit halt da, dass es kommen kann. Und ich hoffe, dass es so wird, wie ich es mir vorstelle. Ich habe da wirklich... große Erwartungen für und ich hoffe, dass ich meinen Erwartungen gerecht werden kann. Vor allem es ist ja auch Halloween und so mit Erschrecken und da habe ich vor allem Angst, dass ich das nicht so hinkriege, wie ich das hoffe, dass ich es hinkriege. Und ich hoffe aber, das geht. Ich hoffe sehr. Und ja, egal. Jetzt haben wir ganz viel über Minecraft geredet. Leute, es kommt bald ein Minecraft Halloween Special. Freut euch drauf. Ich freue mich drauf. Wird bestimmt gut und eigentlich war ich deswegen auch relativ müde, also es ging gar nichts mehr, so gedanklich, aber trotzdem waren das so Spiele. Ich meine, ich finde auch, man hat es gesehen, also es war nicht besonders schön offensiv, es war aber, warum auch immer, verdammt
effizient. Aber gut. Effizienz ist besser als schön sein. Das Gute ist, ich im Real Life habe beides. Nein, Spaß. Spaß. Ich bin hässlich und uneffizient. Nein, Spaß. Nein, egal. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und spätestens an Halloween. Schaut doch da rein. Bis dann. Tschüss.